Der Typ hier wird mir Münzen klauen. Ist sowas von klar. Daisy? Moment mal. Das ist sogar gut. Theoretisch. Denn jetzt hat Donkey Kong mehr Münzen als ich und ist somit Erster. Dann kommt Peach, klaut ihm den Stern, zahlt dafür 50 Münzen und hat dafür 80 Münzen hat der Penner jetzt. Das hole ich doch nie mehr im Leben auf. Das hole ich doch nie mehr im Leben auf. Ach du Kacke. Man kann nicht immer gewinnen, ne? Du klaust jetzt Donkey Kong den Stern, oder? Der ist Erster. Gut. Immerhin das hat geklappt. An sich sieht es wieder gut aus, aber die 86 Münzen von Donkey Kong, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Das ist halt echt nicht gut. So, und Yoshi klaut jetzt von Peach. Ich meine, immerhin bin ich nicht bestohlen worden. Das ist schon mal das eine. Und was ich jetzt auch gerade beschließe, ich glaube, in diesem Part machen wir jetzt dieses Brett fertig. Wir spielen es zu Ende, weil nicht ich mache das... Oh mein Gott, das waren viele. Nicht ich mache das Brett fertig, sondern das Brett macht mich fertig quasi. So sieht es nämlich im Moment aus. So. Oh, seht euch das an. Ich krieg natürlich das, was am wenigsten möglich ist von diesem Würfel, ja. Weniger geht nicht mit diesem Würfel. Aber immerhin durfte ich den auch mal haben. So, gib mir bitte ein paar Münzen, ja. Ich glaube, das waren 9. Das war gar nicht so schlecht eigentlich. Dann kriege ich hier nochmal 20. Dann führe ich sogar schon. Und so viel dazu. Aber ich gegen alle. Das könnte was werden. Okay, das könnte eigentlich funktionieren, wenn ich mich nicht so scheiße anstelle. Noch 4 Runden. Ja, dafür einen neuen Part zu beginnen. Ich glaube, das lohnt sich nicht, oder? Nee. Das machen wir jetzt zu Ende. Okay, Mario. Okay, Mario, du bist zwar relativ fett, ja. Hallo! Würdest du bitte schneller fahren? Würdest du bitte schneller fahren? Das wäre wichtig für mich, ja. War der immer so langsam? Das war knapp. So, das war wichtig. Mein Gott, ist Mario langsam unterwegs? Gibt's denn sowas? Bringt mir die Liane eigentlich wirklich was? Bringt mir die eigentlich wirklich was? Ich hoffe doch. Weil es sieht stylisch aus, aber ich hoffe, dass ich da auch ein bisschen Vorsprung rausbekomme. Na, wieder verkackt. Egal, einmal habe ich es geschafft. Die Steine machen mir am meisten Angst. Da ist der Sprung immer so verdammt knapp. Yeah. Fliegen wir hin. Fliegen wir hin. Das war mir zu gefährlich. Wie weit ist es denn noch? Gut und geschafft. Die einfachsten Spiele werden jetzt zum Drahtseilakt für meine Nerven. Das ist unglaublich. So, alle minus 5, das ist gut. So. In Sachen Münzen habe ich wieder am meisten. Und das war wichtig. Das war wichtig. Donkey Kong allerdings kann jetzt darüber gehen zu... Natürlich hat er genügend. Moment. 1, 2... Ah, shit. Okay, er muss nur 19 Münzen bezahlen schlussendlich. Das reicht ihm ja. Und natürlich werden dann anschließend für ihn die Tore richtig gesetzt. Mit anderen Worten, jemand müsste jetzt unbedingt die Türen wechseln. Unbedingt. Unbedingt. Ansonsten, ja, schafft er wirklich den zweiten Stern. Yoshi holt sich jetzt auch noch ein paar Münzen ab. Oder auch nicht. So, und was mache ich denn? Ich könnte natürlich jetzt wechseln. Hm. 20 Münzen kostet der Scheiß. Kann ich mir nicht leisten. Nee, kann ich mir nicht leisten. Ich kann den Affen eh nicht aufhalten. Natürlich gehe ich da lang. Nicht zu Bowser. So. Donkey Kong muss verlieren.
Warte, was verlieren kann. Okay, ja. Donkey Kong muss verlieren. Minus 15, das reicht ihm immer noch. Scheiße. Egal, wir müssen ihn runterholen. Das ist wichtig. Yoshi, du warst doch so gut im Zielen. Los, Yoshi. Verarsch mich nicht, Yoshi, ja? Ah, das war daneben. Yes, Treffer! Und Feuer! Nein! Yes! Fall runter! Fall da jetzt runter! Fuck, wieder daneben. Schieß doch! Nein! Oh, bitte! Yes, Treffer! Nein, der schafft das noch, oder? Komm schon! Ey! Komm schon jetzt! Ey, warum schafft er das, obwohl wir ihn tausendmal treffen? Fall jetzt runter da! Ey, ich wurde damals einmal getroffen und bin runtergefallen, ja? Wir haben ihn bestimmt schon ungefähr 10-mal getroffen. Trotzdem fällt er nicht runter. Das ist doch jetzt echt zum Kotzen. Wie wird das gemessen, wenn man runterfällt? Oder wann man runterfällt und wann nicht? Das ist jetzt schon wieder so ein Anpiss hier. Ja, hol dir halt noch einen Stern, Affe. Komm schon, eine 1. Ja, eine 1, aber es bringt halt doch nichts. Denn in der nächsten Runde wird es halt wieder gedreht, versteht ihr? Außer jemand ist jetzt klug, wie zum Beispiel Peach. Was sie nicht ist. Sie glaubt, sie kann es noch schaffen, wenn sie da entlang geht. Naja, hätte ja sein können. Yoshi! Gut, du holst dir erstmal Münzen ab. 63 schon wieder. Und Yoshi geht spielen. Du kriegst. Zum Schlecken. Könntest du schaffen. Ja. Haben wir auch schon gesehen. Schaffst du das, Yoshi? Glaube ja. Was? Das sah jetzt auch komisch aus, dass sie so lange stehen geblieben sind. Aber es hat geklappt. Hat sich Yoshi verdient, obwohl... Er hat jetzt schon wieder 73 Münzen. Yoshi hat bisher aber nur einen Stern. So, was mache ich denn jetzt? 9. Wow, ich komme mal voran hier. Soll ich es machen? Nein, ich mach's nicht. Ich brauche meine Münzen. Kann ich direkt gehen? Natürlich kann ich... Doch, ich kann direkt gehen. Alles klar. Ich kann mir noch einen Stern klauen in der nächsten Runde. Das könnte wichtig sein. Das könnte echt wichtig sein. Husas Knallfall. Das sieht man gerne. Ich hätte jetzt echt verhindern können, dass sich Donkey Kong einen Stern holt. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist besser, wenn ich mir den dann klauen kann. So, und wieder weg vom Bildschirm blicken. Einfach nur auf den Controller achten, um... so zu spielen, wie ich das Spiel schon immer gespielt habe, und ich war immer erfolgreich damit. Ich falle aus dem Takt, sobald ich den Bildschirm ansehe. Das ist wirklich so, ich merke es richtig. Habe ich jetzt auch ein paar Mal gemacht. Aber wenn ich wirklich nur auf meine Finger verlasse, sollte es klappen. Ich labe jedes Mal dasselbe, wenn wir dieses Spiel spielen. Kann das sein? Gut möglich. 91. So, das dürfte doch mal ein Statement sein. Hoffe ich. Ist das jetzt die letzte Runde? Ne, noch 2 Runden. Okay. Gönne ich dir nicht. Wie ich dir nicht gönne, Donkey Kong. Wie ich dir einfach nicht gönne. Okay. Aber wir führen immer noch. Das Pech ist nicht mehr ganz so schlimm wie zu Beginn. Okay, da komme ich nicht hin. Ist in Ordnung. Auf jeden Fall nicht. Yoshi könnte noch dahin kommen. Holy shit. Yoshi könnte halt echt noch dahin kommen.
Wo ist Peach eigentlich? Du klaust mir jetzt bitte nicht allzu viel, okay? Bitte nicht allzu viel. Okay, wir merken uns. Ich habe jetzt 91. Wer klaut mir? Ja! Waren das 15? Ich glaube, ja. Okay, du Sack, du. Peach kommt auch nicht mehr zu Buhu. Das ist in Ordnung. Yoshi klaut... Nee, der klaut nichts. Der bekommt unter Umständen noch seinen Stern, wenn er sich gut anstellt. Das liegt jetzt in seiner Hand. Okay, 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 okay. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch zu Koopa kommen. Und, ja. Zu Buhu und dann zu Koopa. Das ist wichtig. Das sollte eigentlich machbar sein. 5. Reicht. Alles klar. Erstmal Stern klauen. Und zwar von... sagen jetzt mal von... von Donkey Kong. Ja, Peach geht ja noch zu Bowser unter Umständen. Ja, Donkey Kong. Jetzt habe ich da nicht mehr am meisten Münzen. Aber 3 Sterne ist doch schon mal... ein gutes Stück Arbeit. Und gleich bekomme ich ja nochmal 20 Münzen. Ist an sich okay. Ist an sich okay. 20. Und nochmal 6 dazu. Wieder über 50. Okay, wenn ich jetzt das Spiel gewinne, dann bin ich wieder Erster in Sachen Münzen. Pilz durcheinander. Das war das mit den bunten Pilzen und der Fahne, oder was war das? Ja, das war das. Ich muss jetzt das halt unbedingt noch gewinnen. Unbedingt. Pink, hier. Alle haben es geschafft. So, aber ich würde sagen, erstmal, boing, ist ein bisschen Kopfschmerzen für Donkey Kong. Oh, es war nicht gut. Es war kacke. Okay, nochmal Kopfschmerzen für Donkey Kong. Boings! Nicht runterfallen. Weg da! Okay, du darfst hochkommen, Yoshi. Das ist okay. Donkey Kong nicht. Jetzt spielen wir fair. Mehr oder weniger. Ich werde niemandem mehr auf den Kopf springen, aber im Weg stehen werde ich. Besonders für Peach. Hahaha, gute Arbeit, Yoshi. Gute Arbeit, Yoshi. So, und nun heißt es nur noch du gegen mich, Yoshi. Das hier ist deine Farbe, aber es wird doch dein Untergang sein. Gut gelacht, Wario. Und ich sehe gerade, ich hätte wirklich beinahe noch ein, noch ein Part anhängen können hier. Ja, es hätte beinahe gereicht, aber ist egal. Ist egal. Ich hoffe, ihr... Oh, shit, da bekommt ihr nochmal 20 Münzen. Holy shit. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. 76. Kriege ich noch 14 Münzen zusammen? Ich glaube nicht. Okay, aber sie kommt auf jeden Fall noch zu Bowser. Was gut ist. Was sogar sehr gut ist. Denn sie hat 2 Sterne. Ist gefährlich. Hauptsache, sie kann keinen Stern mehr von mir klauen. Das ist jetzt die letzte Runde, oder? Ich hoffe, wir sind uns da einig. Ziel ist es... Okay, Ziel ist es, dass ich jetzt nochmal 6 Münzen durch ein blaues Feld kriege und dann das nächste Spiel gewinne, damit ich mehr Münzen habe als Donkey Kong. 5. Ja, spielt keine Rolle. Okay. Etwas, das ich gewinnen kann, bitte. Okay, das kann ich gewinnen. Ich wollte schon sagen, nicht wieder Kugelchaos. Aber um dieses Spiel hier zu gewinnen, muss ich mich konzentrieren. Ich muss einfach. Immerhin, das habe ich bisher nie verloren. Konzentrieren. A ist weiß. B ist rot. A ist weiß. A ist immer noch weiß. Und immer noch. Oh, komm schon, mach doch mal einen Fehler. Werden die immer besser? Kann das sein?
hatte die von Anfang an auf normal eingestellt. Von Anfang an. Aber ich habe echt das Gefühl, die werden immer besser. Ja. Gut, tschüss Donkey Kong. Und wenn Yoshi gewinnt... Nee, es ist mir nicht egal. Ich muss ja gewinnen, damit ich am meisten Münzen habe. Das ist halt wirklich wichtig. Danke, Yoshi. Yoshi hat auch eingesehen, dass mir der Sieg sehr wichtig ist. Deswegen hat er mich gewinnen lassen. Vielleicht schneide ich den Part doch in zwei Parts. Es kommt von der Länge wirklich hin. Ich glaube, ich mache das. Also wundert euch nicht. So, ich habe am meisten Münzen und am meisten Sterne. Trotz des Pechs zu Beginn. Passt soweit. 3 Sterne für mich. 78 für mich. Okay, und jetzt. Spielstern. Danke. Danke, danke, danke. Dann der Münzstern. Danke, danke, danke. Und das andere, ich schätze mal, kriegt Donkey Kong. Den Ereignisstern. Ja. Gut. Schön für dich. Okay. Gewonnen. Und somit der neue Superstar ist... meine Wenigkeit, Wario. Yes! Ich habe teilweise echt nicht mehr dran geglaubt, dass es möglich ist. Aber zum Schluss wurde es ja noch halbwegs fair wieder. Muss man sagen. Glückwunsch! Was mag nun auf diesem Feld passieren, da alle Sterne gefunden wurden? Ich habe da so eine Idee. So eine kleine. Okay, der Stern bewegt sich auf die Maschine zu, scheinbar. Plopp. Und die Maschine arbeitet durch die Energie des Sterns. Oh, ein fliegendes Schiff! Ziemlich kantiges Schiff. Oh, das sieht cool aus. Das sieht doch cool aus. Oh nein, Yoshi. Bowser, du bist scheiße. Leute, wir haben es einmal mehr geschafft. Genau. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und der arme Yoshi verliert mal wieder. So, und auszahlen bitte. Wir kriegen wieder... was kriegen wir? 7 Münzen ja als Zins, das ist gut. Und 5 Sterne dazu. Wunderbar. Und somit steht nur noch ein Feld aus, das wir zusammen machen. Und dann anschließend mal sehen, was wir zuerst machen. Mal sehen. Auf jeden Fall, Leute, das war's für heute mit Mario Party. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!